Film oder Serie? Serie. Lieblingsperson? Meine Eltern, meine Schwester und mein bester Freund. Lieblingsessen? Kartoffelbrei mit Spiegelei. Sport oder Leseabend? Sportabend. Berge oder Strand? Strand. Lieblingsfach und Hassfach in der Schule? Sport mag ich total gerne und Spanisch mag ich nicht so gerne. Klavier oder Gitarre? Klavier spiele ich nämlich auch schon seit einigen Jahren. Netflix, WhatsApp oder Instagram? Natürlich Netflix. Lieber im Theater oder vor der Kamera? Lieber vor der Kamera. Lieblingsserie? Rick and Morty. Schwimmen, Klettern oder Segeln? Ich mag alles drei sehr gerne, aber im Sommer gehe ich mega gerne segeln. Lieblingsort? Zu Hause? Lieblingsstadt? Berlin. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du erfahren hast, dass du bei Dark dabei bist? Ja, da kann ich mich noch dran erinnern, weil da kam ich von der Schule und hat mir meine Mutter Bescheid gesagt, dass ich genommen wurde. Und da habe ich mich echt mega doll gefreut. Wie bist du zu Dark gekommen? Über ein normales Casting? Und wenn ja, wie lief dieses ab? Ja, also da bin ich über meine Agentur hingekommen, weil die haben mir nämlich eine Anfrage geschickt, ob ich Lust dazu hätte, da mitzumachen. Und dann habe ich hier mit meinem Vater ein E-Casting gemacht und ja, so bin ich hingekommen. Kannst du dich noch an deinen ersten Drehtag bei Dark erinnern? Und wie war deine Gefühlswelt an diesem Tag? Ja, also mein erster Drehtag bei Dark war die Szene, wo ich im Schlafanzug durch den Wald gerannt bin. Ja, ich war da an dem Tag echt ganz schön aufgeregt, weil ich ja noch nicht alle vom Team kannte. Aber die waren natürlich alle super nett und es hat einfach voll viel Spaß gemacht. Ja, bevor wir gedreht haben, wurden wir noch ein paar Runden geschminkt und dann sind wir durch den Wald gefahren, also die Kamera ist gefahren und ich bin gerannt. Ja, war mega aufregend. In welchen Filmen oder Serien hast du schon mitgespielt und wo würdest du gerne noch mitspielen? Ja, also mit ja, 6 Jahren habe ich meine erste richtige Rolle bekommen. Das war in dem Film Krokodil. Und dann kamen dann noch so ein paar Sachen wie Meeresstille, Wagner-Clan, Doktorspiele, das Traumschiff und das Programm auch. Ansonsten habe ich da natürlich bei Dark mitgemacht. Und dann waren da noch so ein paar kleinere Sachen, wo würde ich gerne noch mitspielen. Natürlich in allem, was natürlich zu mir passt. Und ich hätte mal voll Lust auf einen Actionfilm. Kommst du mit deinen Kollegen am Set gut klar und gibt es eventuell einen oder eine, mit dem oder der du dich besonders gut verstehst? Ja, bei Dark habe ich mich mit allen echt mega gut verstanden. Und wir haben ja auch über mehrere Jahre lang gedreht. Und da bist du natürlich mit allen total aneinander gewachsen. Zwar haben manchmal ein paar Leute gewechselt worden oder neue sind dazugekommen, aber man hat sich wirklich mit allen gut verstanden. Und ich habe am meisten mit meiner Kinderbetreuung gemacht, weil ich war immer alleine da. Und ja. Wie bist du dazu gekommen, Schauspieler zu werden? Ja, das kam durch meine Schwester. Die hat nämlich mal in einer Kinderserie bzw. in einem Kinderfilm als Komparsin mitgespielt. Und ich war mit dabei mit meiner Mutter und hatte mein Laufrad dabei. Ja, dann bin ich da ein bisschen rumgefahren, da hat mich der Regisseur entdeckt und hat gefragt, ob ich da vielleicht durch Hintergrundbild ein bisschen fahren kann. Das hat mir irgendwie mega viel Spaß gemacht, ja. Und dann habe ich das immer öfters gemacht und dann habe ich irgendwann mit meinen Eltern geredet und haben mich bei einer Agentur angemeldet. Ja, so bin ich zum Drehen gekommen. Welche Szene fiel dir bisher am schwersten zu drehen? Das war in einem historischen Film. Da hatte ich nämlich so kleine Schuhe an, da mussten wir durch eine Regenmaschine laufen. Aber da war ich auch noch echt ganz schön klein. Was sagen deine Mitschüler dazu, dass du in einer so bekannten und erfolgreichen Netflix-Serie mitspielst? Also meine Freundin und auch allgemein in der Schule spielt es eigentlich gar keine Rolle. Ich bin in einer ziemlich großen Schule, da hat mich mal einer angesprochen, ob ich hier bin und ob ich da mitgemacht habe. Aber ansonsten, dafür interessiert sich eigentlich keiner, weil ich bin genauso Mitschüler wie alle anderen auch. Schauen deine Freunde auch Dark, gerade weil du dort mitspielst? Ja, also einige haben mich gesehen und fanden mein Outfit total lustig, weil ich in den 80ern anhatte. Gab es einen Moment, in dem du vielleicht besonders gerne Mickel gespielt hast? Also ich habe Mick in allen Szenen total gerne gespielt, aber ich hatte oft Mitleid mit ihm, als er aus seiner Zeit gerissen wurde. Musst du viel Text lernen und wenn ja, wie kannst du diesen merken? Es geht eigentlich, manchmal muss ich ein bisschen mehr Text lernen, aber irgendwie Text kann ich mir extrem gut merken. Aber so Sachen für die Schule, das kriege ich nicht immer so ganz gut hin. Aber ich lese mir den Text dann einfach ganz oft durch und spreche ihn manchmal für mich, manchmal singe ich den auch. Und ja, dann spreche ich ihn mit meiner Schwester meistens nochmal durch und dann kann ich ihn eigentlich schon. Wirst du oft auf der Straße erkannt und gab es vielleicht einen speziellen Fanmoment, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, durch Dark werde ich schon manchmal auf der Straße erkannt. Und dann fragen mich die Leute meistens, ob ich der Michael Stark bin. Ja, manchmal fragen die auch noch nach einem Selfie oder so, was ich total gerne mache dann auch. So ganz besondere Fan-Momente passieren oft auf Instagram, weil da schreiben mir viele Leute echt so mega tolle Texte und manchmal bekomme ich auch so ein Bild, was sie gemalt haben oder so und das finde ich total schön. Was war dein Lieblingsmoment bei Dark?
nach einer Staffelpause zurück ans Set zu kommen. Wie bekommst du Schule und Drehs unter einen Hut? Müsst ihr dann also auch in den Ferien drehen oder wie läuft das ab? Ja, also manchmal hat man Glück und man kann in Ferien drehen, aber ansonsten, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Schulzeit drehen müsste, dann würde ich von der Schule befreit werden und den Schulstoff muss ich natürlich dann auch nachholen. Aber ansonsten, manchmal dreht man dann auch nach der Schule, also nachmittags oder abends und ja. Was unterscheidet dich, Dan, von der Rolle Mikkel und was verbindet euch eventuell? Mikkel, so wie er in der Serie war, zum Beispiel in der ersten Staffel, da hatte ich schon so ein paar Gemeinsamkeiten mit ihm, weil ich wollte früher immer gerne zaubern, aber ich habe es nicht so richtig hinbekommen. Aber ansonsten, Schule mochte ich auch nicht so wirklich und er auch nicht. Aber ansonsten, glaube ich, wäre ich nicht so tapfer und cool gewesen wie er, als er aus der Zeit gerissen wurde. Ja, also er ist schon ein ziemlich taffer Junge. Und als letzte Frage, wie sieht so ein typischer Drehtag bei Dark für dich aus? Ja, also ich bin ja erst 14, deswegen darf ich nicht so lange Drehtage haben. Ich darf nicht nur 8 Stunden am Set bleiben und auch drehen. Ja, ansonsten, ich werde dann von einem Fahrer abgeholt und dann zum Set gefahren, beziehungsweise zur Basis. Und da kann ich dann direkt dann ins Kostüm und danach in die Maske, damit ich da gar nicht erst lange warten muss. Und dann geht man zum Drehort, dreht und dann wird man am Abend, wenn man sich wieder umgezogen hat und abgeschminkt ist, wird man dann wieder von dem Fahrer nach Hause gefahren. Vielen Dank.